Hi folks, this is Trucker Tom from Denver, Colorado. Our trucking team is mile high above the others. Ja, hier stehe ich jetzt also in Port Angeles oder Angeles bei strömendem Sonnenschein, so würde Atze glaube ich sagen. Ja, ich habe heute eine Tour mit Bauholz, die ich hier auflade und nach Yakima bringe, das ist hier auch in Washington. Und das sind rund 270 Meilen Fahrt ungefähr. Wetter ist klasse, man sieht kaum was hier in der Gegend. Ja, und ich war hier auch noch nie. Und dann ist es mit der Orientierung auch so ein ganz klein bisschen schwierig, muss ich sagen. Gut, dass ich mein Navi dabei habe. Naja, der Kollege am Eingang hier hat mir zumindest grob die Richtung beschrieben. Also soll auch ausgeschildert sein, hat er gesagt. So, hier kann ich aber auch nochmal eben nachfragen. Na, hier sind halt viele Werke, ne? So, hier rechts muss es sein, genau, sieht gut aus. Da steht auch schon Rustic. Ja, auf dem Gelände von Rustic, da muss man echt immer vorsichtig sein. Hier kann einem immer was entgegenkommen oder ein Kran legt gerade um oder so. Also, Safety First, das hat man uns hier echt eingebläut, als wir hier angefangen haben. Da oben zum Beispiel der Kran liefert hier gerade das Holz da in die Schreddermaschine, in die kleine Schreddermaschine. Und ja, da, wie gesagt, man muss immer aufpassen. Wah, Sauwetter hier. Sauwetter. Nützt ja nichts. Ah, da hinten stand schon der Gabelstapelfahrer. Jawohl, da steht schon mein Holz. So, jetzt mal beladen bitte. Ab geht's. So, ab geht's nach Yakima jetzt. 270 Meilen. Dafür werde ich mal so ungefähr 6,5 Stunden brauchen. Mal sehen. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. So, 8:30, Zeit für ein kurzes Päuschen. Hier ist nämlich rechts ein schöner Aussichtspunkt. Herrlich. Kurz verschnaufen, Aussicht genießen, natürlich ein bisschen was trinken und ein lecker Sandwich. Und dann geht es auch gleich schon weiter. Ja, guckt euch das hier mal an. Ey. So,
Jetzt noch die letzten 60 Meilen. Ja, passt schon. Die kriegen wir auch noch weg. Ja, gleich sind wir da. Hier geht's rechts raus. Welcome to Yakima, jawohl. Klingt so ein bisschen japanisch, ne? Aber Yakima ist doch gar nicht so klein, wie man so meint. Also fast 100.000 Einwohner, habe ich gelesen, leben hier. Also schon ein Städtchen, ordentliches Städtchen hier. Ich muss jetzt hier zur Eisenbahn Company, zu BNSF, zum Abladen. Mal gucken, wo das hier so ist. Keep to the right and then turn right. Hier geht's ins Industriegebiet rein. Okay, wobei hier steht Kiewit. Turn right. Aber na, wie gesagt, rechts. Okay, dann fahren wir auch rechts. Ah, da unten steht BNSF. Okay, alles klar. Ja, das war die Tour für heute und seid wieder beim nächsten Video dabei. Ich sag mal tschüss und ciao, euer Trucker Tom. Back a year ago.